Hallo und herzlich willkommen zum neuen Hanfmagazin Produktvideo mit mir. Und heute wird's beerig fein. Ja, ich sitze gerade draußen und es wird Spätsommer. Der August ist angebrochen. Das bedeutet, in unseren Breiten werden jetzt die meisten Feldfrüchte, Wald- und Wiesenerträge eingebracht. Also wir ernten. Viele pflanzliche Fruchterträge können wir bei uns nur einmal im Jahr machen, so zur Erntezeit. Dazu gehören zum Beispiel auch die wilden Beeren, die im Wald und auf den Wiesen und Feldern wachsen. Das bedeutet, diese Beeren sind sozusagen eine Limited Edition. Und das ist genauso wie bei dem Produkt, was ich heute vorstelle, CBD Vital Wild Berry CBD Öl, Limited Edition. Bei dem CBD Vital Wildberry CBD Öl handelt es sich um ein sehr naturbelassenes Produkt. Die Basis davon bilden einerseits Bio-Sonnenblumenöl und Bio-Hanföl. Als Trägeröl ist die Kombination von Bio-Sonnenblumen und Bio-Hanföl deswegen so optimal, weil sie einerseits eine sehr hohe Bio-Verfügbarkeit garantieren und andererseits aber einen sehr milden Geschmack haben, also milder als Hanföl alleine. Zu diesem Trägeröl wird ein CBD-Extrakt, ein Breitspektrum-Extrakt dazugegeben, was mit einem sehr schonenden Extraktionsverfahren gewonnen worden ist. Das ist sehr gut, damit maximal viele Wirkstoffe enthalten bleiben und man dann dem Körper am meisten davon zur Verfügung stellen kann. Viele kennen schon diesen berühmten Entourage-Effekt, das heißt die Kombination der ganzen Pflanzenwirkstoffe wirkt besser als der Pflanzenwirkstoff alleine. Es ist also tatsächlich null Synthetik hier drin. Eine ganz naturbelassene Geschichte. 500 Milligramm CBD overall ist in diesem Produkt enthalten. Wir wollen es uns aber jetzt auch noch mal genauer anschauen. Ich finde besonders schön nämlich diese kompostierbare Pappschachtel, die eben ohne viel Hochglanzlacke auskommt. Finde ich eine sehr gelungene Geschichte und auch die Farbe gefällt mir ehrlich gesagt sehr gut. So, da drin ist also unser bekanntes Apothekerglas-Pipettenfläschchen, was wir von vielen CBD-Ölen kennen. Sehr praktisch zum Dosieren. Jetzt wollen wir kurz das CBD-Öl genauer angucken. So, jetzt schauen wir mal rein. Hier, wir sehen also, dass wir eine sehr helle, leuchtende Farbe mit einem gewissen Grünanteil haben. Das ist eben die Kombination von Hanf und Sonnenblumenöl, die dafür sorgt, dass es nicht so trübe, nicht so dunkel, sondern eher etwas heller und durchsichtiger wird. Und dementsprechend ist es dann halt auch mild im Geschmack. Und dieses Milde im Geschmack ist dann auch halt sehr gut dafür geeignet, die Aromen dieser wilden Beere drauf zu packen. Und das will ich jetzt gerade mal schnell probieren. Ihr könnt es mir glauben oder nicht, es schmeckt sehr fruchtig, sehr lecker. Es ist nicht klebrig süß, es hat gar nicht so eine wirklich süße Komponente, sondern man merkt mehr das fruchtig-beerige gemeinsam mit dem etwas herben des Hanfextrakts. Vielleicht hat der ein oder andere noch nicht so eine konkrete Vorstellung, was soll er überhaupt machen mit CBD Vital Wildberry CBD Öl. Na, zum einen kann man es natürlich verwenden, wie jedes andere CBD Öl auch. Man träufelt es in den Mundraum, belässt es dort eine Minute oder zwei, schluckt es dann runter. So hat man die bessere Bioverfügbarkeit und auch diesen tollen Geschmack im Mund. Aber natürlich kann das noch mehr, dieses Wildberry CBD Öl, denn es ist natürlich ein schöner, toller Begleiter für viele Rezeptideen, die wir in der Küche umsetzen können. Egal ob also im Müsli oder im Kaffee oder in einem Milchshake. Es gibt also ganz viele Möglichkeiten, wie man dieses Beerenaroma CBD Öl ganz toll einsetzen kann. Im Prinzip ist alles damit zu bereichern, wo man sich gut vorstellen kann, es mit ein bisschen Beerenaroma noch mehr zu genießen. Nun noch mal kurz zur praktischen Frage, warum sollte ich vielleicht so ein Wildberry CBD Öl einem normalen CBD Öl vorziehen? Nun, das ist die Frage nun, was man von seinem CBD Öl erwartet. Wildberry
Aromen vermitteln mir sofort, dass das kein CBD-Öl ist, was mir beim Einschlafen hilft. Dafür ist der Geschmack zu frisch, die Aromen sind zu aktivierend. Das ist ein CBD-Öl für morgens oder für Momente, in denen ich so einen kleinen frischen Kick gebrauchen kann. Zur Frage an euch. Wer von euch schon einmal CBD Vital Wildberry CBD-Öl ausprobiert hat, der soll doch bitte in die Kommentare schreiben, wie er es ausprobiert hat. Vor allen Dingen würde mich interessieren, wenn jemand in der Küche irgendwelche abgefahrenen Kreationen, irgendwelche Rezeptideen damit umgesetzt hat. Da wäre ich also wirklich gespannt zu hören, wie das war. Einfach so ein bisschen Erfahrungsbericht in ein paar Worten einfach in die Kommentare packen. Und wer es noch nicht probiert hat, dem viel Spaß dabei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Hanfmagazin-Video wieder. Und ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis bald.